Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir mit meinen Neuzugängen Juni. Ja, ich glaube, es ist diesmal ein bisschen weniger geworden. Ich glaube es. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube es. Also der Monat hat begonnen, dass ich mir zwei Bücher geholt habe. Einmal, ich finde, es glitzert auch so schön, die Underworld Chroniken, verflucht von Jackie May. Jackie May ist ein Synonym von einem Autoren-Ehepaar. Ja, und das ist Band 1, wie man hier so schön erkennt. Das finde ich toll. Muss man nicht mehr überlegen, welches Band ist. Genau, ich lese euch mal vor, was im Klappentext vorkommt. Vampire, Trolle, Werwölfe und Feen. Geballte Fantasy-Power und jede Menge prickelnde Momente. In Detroit wimmelt es nur so vor gefährlichen Kreaturen. Honora Jacobs ist eine der wenigen, die davon weiß. Ihre paranormaler Sinn könnte sie jedoch bisher vor Schlimmem bewahren. Bei einem nächtlichen Zwischenfall im düsteren Underworld-Club ändert sich das allerdings schlagartig, als der mächtige Vampir der Stadt auf sie aufmerksam wird und ihre Kräfte für sich nutzen will, denn immer mehr Unterweltler verschwinden aus Detroit. Honora soll helfen, sie wieder aufzuspüren. In Troll Terrence findet sie dabei schnell einen engen Verbündeten. Doch die Zeit wird knapp und Nora beginnt sich zu fragen, wie zum Teufel sie lebend aus dieser Situation herauskommen soll. Ja, da habe ich mich so drauf gefreut. Und dieses Buch gehört auch zu meinen 21 Büchern, die ich in 2021 lesen möchte. Und erledigt. Ja, ich habe es schon gelesen. Ich konnte nicht mehr warten. Eigentlich war es ja gar nicht auf meiner Leseliste für Juni drauf, aber als ich dann da hatte, konnte ich nicht mehr warten. Ja, dann mit diesem Buch ist von Kira Licht Kaleidra, Wer die Seelen berührt, also Band 2, auch hier so schön. Ja, ich werde euch den Klappentext nicht vorlesen. Spoiler. Ja, habe ich es mir geholt. Ich finde das Cover einfach so geil. Ich fand es schon beim ersten so cool. Ja, genau. Ist Band 2. Ich habe es noch nicht gelesen, weil ich Angst habe, dass da wieder ein Cliffhanger ist und ich Band 3 ja noch nicht habe und es noch nicht draußen ist. Also deswegen wird es wahrscheinlich noch etwas länger auf meinem Sub liegen, weil ich mich nicht traue, das zu lesen. Ja. Dann ist durch meine Bücherbox, die ich bekommen habe, ich verlinke euch hier oben und unten in der Infobox das Video dazu. The Equilibrium Chronicles Awakening von Melanie Kurenko eingezogen. Und mit so einem schönen Schwan. Eigentlich will ich das eher so reinstellen, weil ich liebe Rot. Also. Ja, eingezogen. Ich erzähle euch nochmal schnell, um was es geht. Es ist drei einfache Wörter, die die Welt einer Auftragsmörderin auf den Kopf stellt. Was als ein gewöhnlicher Auftrag beginnt, wird zum Kampf zwischen Mächten, die Mia nicht verstehen kann. Der Krieg, der seit Anbeginn der Zeit tobt, zieht sie in eine Welt von Dämonen und jenen, die sie in den Schach halten. Wenn der Glauben zur Wahrheit wird, Dämonen zur Realität gehören und sich Fremde zu Verbündeten entwickeln, bleibt eine Frage offen. Auf wessen Seite stellst du dich, wenn nichts ist, wie es scheint? Ich gebe es auch mal ehrlich zu, ich habe es am gleichen Tag gelesen, wo es ankam. Ich konnte auch nicht warten. Stand da natürlich auch nicht auf meiner Leseliste, aber es war. Wer hält sich schon hundertprozentig an deiner Leseliste? Nein, also ich habe sie. Ist auch schon gelesen. Keine Angst, es geht nicht mit meinen Neuzugängen so zu ihr. Sie kauft sich und liest dann gleich. Oh. Nein, aber es war halt so kurz und ich hatte noch ein paar Stunden, bis ich arbeiten musste und mir war langweilig. Und ich hatte Video gemacht und lese halt so. Oh. Und dann so, finished. Und ich hoffe, es kommt bald. Dieses Jahr auf jeden Fall noch Banter. Ich war so klein unschuldig. Er kann da schon wieder stehen. Ja, also wenn das wären meine Bücher. Aber wie ihr vielleicht von meinem letzten Neuzugänge-Video wisst, ist das nicht mein Problem.
Mein Problem ist immer meine E-Books, die ich kaufe. Ja, und die tun auch einen nicht schlecht anschauen und sowas so. Hallo, lies mich. Sehe ich ja nicht. Und zwar sind bei mir neue E-Books natürlich eingezogen. Und zwar Mordred, der Bastard des Königs von Scarlett Hunter. Ich suche natürlich wieder, wie hier, immer die Covers einblenden. Ich bin auch ein Cover-Opfer. Ich kaufe immer Bücher durch die Cover. Ja. Um was geht es da drin? Ein paar Worte genügen, um alles zu verändern. Morgan von Tintagel ist die Halbschwester von König Artus. Als sie einen verzweifelten Brief ihres Bruders bekommt, reitet sie nach Camelot, um ihnen zu helfen. Kaum an seiner Seite werden sie beide Opfer eines skrupellosen Anschlags gegen die Krone. Als sich Artus auf die Suche nach dem Verantwortlichen macht, nimmt das Schicksal seinen Lauf, denn ein verhängnisvoller Fluch kündigt sein Ende als Hochkönig an. Das hört sich doch gut an, oder? Ja. Dann habe ich mir ein Buch von Christine Troy geholt, Cassidy, Weiß wie Schnee, Band 1. Ich weiß, ich sollte eigentlich ein Buch brennen, aber das andere war auch ein erstes Band oder so. Noel Parker ist heiß, erfolgreich, schlagfertig und verdammt charmant. Als Moderator der Show Get Up Georgia bricht er die Herzen tausender Frauen und gilt im Süden Amerikas als Superstar. Als Cassidy Miller aus Montana den Job der neuen Wettermoderatorin annimmt, hat sie keine Ahnung, mit wem sie es zu tun hat. Ich kann heute nicht sprechen. Nur eins weiß ich sicher. Noel geht ihr unter die Haut. Ja. Ja, dann hat ich für den Sommer ein paar schöne Bücher noch gebraucht. So Sommerherzen im Regen von Karin Lindberg. Und zwar Oliver Barretts bester Freund Lukas hat eine klare Regel für den attraktiven Womanizer aufgestellt. Finger weg von meiner Schwester. Das ist ja, als hätte man eine Leuchtreklame aufgestellt. Kein Problem für Oliver, denn einer braven Lehrerin, die weder trinkt noch feiert, hat er ohnehin kein Interesse. Dann lernen sich Oliver und Tamara näher kennen und müssen feststellen, dass doch nicht immer alles ist, wie es scheint. Als ausgerechnet Oliver Hilfe und Halt braucht, ist Tamara für ihn da und zeigt ihm zum ersten Mal in seinem Leben, was Vertrauen wirklich bedeutet. Und lernt dabei, selbst wie es sich anfühlt, sein Herz an jemand anderen zu verlieren. Ach. Next. Chicago Crush. Schicksalshaus. Haus, genau. Schicksalshauch natürlich. Band 1 von Liv Keen. Der alleinerziehende Jay Holden, Captain des Eishockey-Teams der Chicago Wild Tigers, glaubt nach dem Tod seiner Frau schon lange nicht mehr an eine neue Liebe. Doch dann blickt er in Holly Matthews Augen und seine Welt gerät aus den Fugen, denn Holly gleicht seiner verstorbenen Frau bis aufs Haar. Auf der Suche nach Antworten kommen Holly und der attraktive Sportler sich gefährlich nahe und müssen sich schließlich fragen, ist die Begegnung Schicksal oder bloß ein übler Scherz des Universums? Das würde ich mich auch fragen. Als nächstes kam ein neues von Tanja Neise, Herzklopffinale 11 Meter ins Herz. Mitten in der Nacht, nach ihrer Schicht als Kellnerin, rennt Antonia einen Typen um, der ihr mit seiner tätowierten Armen und seinen tief sitzenden Baseball-Cap nicht ganz geheuer ist. Doch sich von ihm fernzuhalten fällt ihr schwer, denn der Kerl fasziniert und zieht sie an, was auf Gegenseitigkeit beruht. Antonio ahnt jedoch nicht, dass er ziemlich... Also, was ist denn heute los? Antonio
Antonia ahnt jedoch nicht, dass er ziemlich Aufregung in ihrem Leben bringen wird, denn er ist kein anderer als der Fußballstar Christoph Schaumann. Okay. Es wird interessant. Wir haben ja noch ein paar vor uns und ich kann anscheinend nicht mehr lesen. Aber gut, wir probieren es. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Alpha von Sarah Fields. Früher glaubte ich, dass Bestien wie er nichts anderes als Legenden und Folklore sind. Dann verfolgte er mich. Er ist nicht einfach ein Alpha-Wolf, er ist ein furchterregende Ausdruck der Männlichkeit der Erde höchst selbst, die zum ersten Mal seit Jahrhunderten in die Welt gekommen ist, um ein menschliches Weibchen zu beanspruchen, dessen Schicksal es ist, seine Gefährtin zu sein. Da stehen die Wörter, ich muss nur die Wörter lesen. Ein Wort nach dem anderen. Ein Buchstabe nach dem anderen. Das kann doch heute nicht so schwer sein. Mama mia. Probier mal es gleich mit dem nächsten Buch. The Agent. Lizenz to Love von Katrin Frank. Als Mia vom Tod ihres Lebensgefährten Paul erfährt, bricht ihre Welt in Stücke. Nichts wird so werden, wie sie es sich ausgemalt hat. Aufopfernd steht ihr Dario, Pauls bester Freund, zur Seite. Doch Dario konnte mir noch nie sonderlich gut leiden, weshalb sein plötzlich Fürsorge. Und seit wann fühlt sie sich zu Dario gezogen? Huhu. Wie kriege ich das noch heute hin, dass ich wieder lesen kann? Wir haben ja noch ein paar Bücher vor, die ich mir geleistet habe. Kiss Me Never, Crush Trust Reihe 1, Band 1 natürlich, von Lana Rotaru. Andrew King starb vor 6 Monaten bei einer Fahrt mit seinem Motorrad. Alle glauben an einen Unfall. Nur seine Schwester Amanda ist sich sicher. Es war Mord. Und ganz oben auf ihrer Liste der Verdächtigen steht der selbstverliebte und arrogante Frauenheld Dante. Auf der Suche nach Beweisen versucht sie, in den Kreis der Zetas zu gelangen, der Studentenverbindung ihres Bruders. Doch dabei kommt sie dem attraktiven Dante gefährlich nahe. Dann habe ich mir wieder 2 Bücher von Bella and Drake geleistet. Einmal Deine Liebe muss es sein, die Sylvens aus Järde, Band 2. Der erfolgreichen Immobilienmaklerin Mia Sylven kann niemand etwas vormachen, abgesehen von dem sexy Musiker, dem sie vor 5 Jahren ihr Herz schenkte. Und im Gegenzug dafür nichts bekam als ein paar sündhaft perfekte Tage und Nächte in seinem Bett. Sie schwört zwar, dass sie ihn nie wieder sehen will, doch kann sie den Mann nicht vergessen. Vom ersten Augenblick, in dem sie sich wiedersehen, fliegen zwischen ihnen die Funken. Werden unwiderstehliche Küsse, eine romantische Hochzeit im Napa Valley und eine nicht zu verleugnen, zutiefst sinnliche Verbindung mir und Ford endlich die Chance geben, eine Liebe wieder zu entdecken, die stark genug ist, für immer zu halten? Ja. Und das andere Band, was ich mir von Bella Andre geholt habe, gehört auch zu den Sylvens, Band 5. Sag nicht Nein zur Liebe. Das Letzte, was Sach Selven will, ist sich zwei Wochen um den Welpen seines Bruders zu kümmern zu müssen. Doch dann trifft er Hundetrainerin Heather.
Sie ist gescheit, schön und er muss ständig an sie denken. Leider scheint sie aber die einzige Frau auf Erden zu sein, die nichts mit ihm zu tun haben will. Okay. Die Bücher habe ich mir geleistet. Also E-Books. Aber ich habe ein paar Rezensionsexemplare auch bekommen. Und zwar von der lieben Julia Sky. Band 2 von der Reihe Traumwandler, Waldgeflüster. Es tut mir leid. Tut mir leid, dass ich heute irgendwie nicht gescheit reden kann. Rose kehrt wieder in die Parallelwelt zurück, wo ihre wirkliche Herkunft allerdings enthüllt wird. Schon bald muss sie sich erneut zwischen ihrer Mission und ihren Gefühlen entscheiden. Ich habe somit nichts gespoilert. Aus Band 2. Mehr lese ich nicht vor, weil das könnte spoilern. Danach durfte ich Kein Grund zur Liebe von Marlene Reichenberg lesen. Oh, das war ein schönes Buch, da habe ich mich im Urlaub gefühlt. Also, um was geht's? Gabriele Mercier hat auf die harte Tour gelernt, dass eine im siebten Himmel geschlossene Ehe kein Garant für eine dauerhafte Glück und Erfüllung ist. Von Liebe desillusioniert und arbeitslos kehrt sie von London zurück an der Côte d'Azur, wo sie aufgewachsen ist. Das Wort werde ich jetzt nicht nehmen. Trace Walsh hat eine herausfordernde Zeit hinter sich. Von seinem Aufenthalt in Nizza erhofft er sich Ruhe und Erholung. Dies bleibt jedoch ein frommer Wunsch. Im Flugzeug trifft er auf eine attraktive, aber ziemlich missgelaunte Französin, die aus unerfindlichen Gründen etwas gegen englisch sprechende Männer zu haben scheint und grandios abblitzen lässt. Ja. Dann durfte ich noch einen historischen Liebesroman lesen. Reginald Roses, Im Herzen ein Lord von Dana Graham, ist Band 5, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Einen reichen Herrn von Stand heiraten, das ist Lavinia Ellen. Der einzige Weg, einen im Leben bei lieblosen Verwandten oder einen tristen Dasein als Gesellschafterin launischer Damen zu entgehen. Kaum zum Debüt in London angekommen, buhlen etliche Lords um ihre Gunst. Doch bald muss Lavinia erkennen, dass ihr Herz ausgerechnet für Jack Parker schlägt. Einen Mann, der genau das Gegenteil von dem ist, was sie sucht. Und genau. Kommen jetzt noch drei, dann bin ich fertig. Das Schicksal Dark Creators Band 3 und das Abschlussband von Karen Lynch, obwohl es in Englisch weitergeht. Sarah Gray ist es leid, im Angst zu leben und sich zu verstecken. Nein, da darf ich nicht weiterlesen. Wir gehen einfach zum nächsten Band über, ne? Secret Cycles, verhängnisvolle Sehnsucht, Teil 5 von Amanda Frost. Da ist jedes Band in sich abgeschlossen. Es geht immer um einen anderen aus dem Secret Cycle Club. Und trotz allen Vorsichtsmaßnahmen scheint der Secret Cycle aufgeflogen zu sein. Auf der Suche nach der undichten Stelle macht Andrew Cairns, der Sicherheitschef des amerikanischen Präsidenten, die Bekanntschaft der undurchsichtigen Russin Irina Suchanow, wenngleich ihn die junge Frau vom ersten Augenblick an fasziniert, kann er ihre wahren Ziele nicht einschätzen. Und wir sind beim letzten. It's Touched, süchtig nach dir von Lea Mayans. Gretas Leben wird nach der Zufallsbekanntschaft mit Connor O'Banion
auf den Kopf gestellt. Zuerst hat sie keine Ahnung, dass es sich um einen Schauspieler handelt. Nach einer aufregenden VIP-Party und einer darauffolgenden heißen Nächte mit Connor glaubt Greta, dass es nur ein kurzes Abenteuer für ihn darstellt. Doch zu ihrer Überraschung lädt Connor sie auf seine Ranch nach Montana ein. Die Zeit auf Connors Ranch ist die beste, die Greta seit langem hatte. Sie genießt die Natur, die Arbeit mit den Pferden, die Zweisamkeit und leidenschaftliche Nächte mit Connor. Doch als sie Connor nach Los Angeles zu einem Filmprojekt begleitet, fällt es Greta schwer, sich dort einzugewöhnen. Nicht nur der Snobismus ist dieser in. Wir fangen nochmal von vorne an. Nicht nur der Snobismus in dieser glitzernden Scheinwelt und Connors veränderten Verhalten verletzt sie, sondern auch, dass Connor mit Johanna Richardson, seiner Ex-Geliebten, zusammenarbeitet. Okay, das gebe ich zu, das habe ich noch nicht gelesen, aber das lese ich sehr, sehr, sehr bald. Sehr, sehr bald. Das waren meine Neuzugänge im Juni. Und ich entschuldige mich nochmal, dass ich heute diese leichten Lesesprachprobleme hatte. Ja. Aber hat sich ja zwischenzeitlich mal kurz wiederholt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, dieses Mal waren es nicht immer so viele. Bis dann. Ciao.